So, nochmal zurück bei The Tomorrow Children. Und immer noch irgendwie im Versuch zu verstehen, wie das mit den Werkbänken funktioniert. Und was die machen. Sehen wir zumindest hier schon mal, dass die im Grunde genommen ja nur neue Funktionen herstellen. Eben der Rettungsapparat, das sind die verschiedenen Shops. Dafür fehlen mir die Ressourcen. Produktionsmaschine. Ein Hardware Stufe 3 ist erforderlich, um das herzustellen. Polizeistation, da fehlen mir auch die Ressourcen. Zwei von diesen Kirchen haben wir. Ich baue jetzt mal eine. Wurde bereits hergestellt. Achso. Haben wir denn irgendwas noch nicht? Nehmen wir Ressourcen für Wahlkampfplakat. Das bringt Propaganda plus 5. Zwei sind hergestellt und ich versuche jetzt mal noch eins herzustellen. Dafür brauchen wir einen Kristall. Solnce Sadizia. Ne priat segodnia. Moment. Müsste doch jetzt. So, nee, da oben. Genau. Propaganda Stufe 2 erreicht. Also. Irgendwas habe ich da nicht zwischendurch richtig geschnallt. Oder das System hat das nicht gemerkt. Aber ich tippe darauf, dass ich irgendwo was nicht gesehen habe. So, Herstellungskosten, Senkung um 10%. Aber was ist denn jetzt meine richtige Aufgabe eigentlich? Also was? Was genau soll ich machen? Natürlich irgendwelche Sachen weiterbauen. Oder ich guck mal, welche, wenn ich jetzt hier bei der Stadt bin. Wahrscheinlich muss ich doch die Stadt irgendwie verbessern. Und jetzt schauen wir mal hier bei den Details, bei den Monumenten. Was brauche ich denn da? Habe ich alles schon gemacht? Beziehungsweise haben wir schon gemacht? Und jetzt ist hier Einrichtung. Da braucht man 2000 Einrichtungen. Das wird auch ewig dauern. 5000 Objekte an der Werkbank hergestellt. Das ist natürlich dann ein Team-Effort. 500 Objekte in Mülleimern entsorgt. Okay. Massenhaft Ressourcen sammeln. Coupons. Ach, ich wollte mal zum Arbeitsministerium. Ministry of Labor anstellen. So, Arbeitsvermögen. Kleidung gewechselt, für eine Spiele aufgehobene Objekte 1, Energie erzeugt, Spitzhacke, Löcher, das ist alles gemacht, Mühepunkte, Todesstöße, Ashi, das sind die Bienenviecher. Propagandatafeln hergestellt, 2. Wegweiser hergestellt, mit Bestechung herstellen, mit Stimme des Volkes herstellen. Das bringt alles. Müherangliste 3. Und das hat jetzt richtig viele Punkte von diesen Mühepunkten gebracht. Und, okay. Und da sehe ich auch, wo ich nochmal Geld herkriege, nämlich Rationscoupons, kriege ich, wenn ich hier irgendwie was mache. Und dazu würde zum Beispiel auch zählen, irgendjemand abknallen. Heißt das aber, ich bin hier nochmal ein Level aufgestiegen? Nee. Achso, da fehlen mir immer noch ein paar. Jetzt wird es dann schon ein bisschen anstrengender, da hochzukommen. So, jetzt kommt hier so eine riesen Spinne an. Explodiert aber, wenn sie hier am Haus aufschlägt. Ah, aber das Ding brennt jetzt schon. Schnellreparatur, ein Holz. Gleich wieder heil sein. Mehr Erfahrung bekommen, was passt und benutzen. Aber mir fehlt Munition. Und wo stelle ich Munition her? Also so langsam bildet sich etwas, was man eine Idee nennen könnte von dem Spiel. Oh, was ist denn da los? Okay.
Okay. Die Spinne ist gerade auf die Gebäude raufgesprungen. Kriege ich dafür nochmal was? Wo ist denn das normale Hauptrathaus? Leitung wechseln bei irgendjemandem zu Hause, das will ich eigentlich sogar. Was ist denn das? Achso, hier hat jemand eine Flare hingeworfen, okay. Person, was ist das hier für ein Ding? Eine Glocke. Rufe ich damit vielleicht den Bus? Auch sein. Ich will ja nicht woanders hin. Ganz normale Gebäude. Oh, hier ist schon was beschädigt. Da hätte ich jetzt Holz gebraucht, oder wie? Ich habe aber keins. Und der nächste Level. Ja, Reparatur. Ja. Hier. Ich würde gerne den zusätzlichen Ressourcen, den Dings haben. Vielleicht ist das auch... Das ist schon ein bisschen krass. Pro 10 Punkte. Ein Platz im Ressourcenbeutel. Muss ich jetzt echt 10 Level reinhauen? Nee, das ist mir zu blöd. Wirklichkeit. Was hat denn eigentlich der Schwarzmarkt noch zu bieten gehabt? Schauen wir da mal rein. Vielleicht sehe ich jetzt hier mehr durch. Kostüm brauche ich erstmal nicht. Gesten. Weiß ich nicht, was die machen. Mehr Werkzeuge und Objekte, die getragen werden können. Sofortige Obstlieferung. Ach, jetzt nicht so spannend. Arbeitstempo um 50% erhöht. Bewegungsgeschwindigkeit 20%. Mehr Mühepunkte mit mal 2 multipliziert. Oberarm multipliziert Ressourcen um 1,5. Und damit geht man nicht in den Void. Die Void-Energien selber, damit ändert man. Das sind diese Bauelement-Dinger. Davon habe ich jetzt schon ein paar gesehen. Die brauche ich aber plötzlich. Oh nein, okay. Die brauche ich erstmal noch nicht. Und die Werkzeuge an sich jetzt auch so noch nicht. Ich will jetzt rausfinden, wie man ein Haus baut. Das ist doch bestimmt irgendwo bei den Werkbänken dabei. Ich habe hier ansonsten nichts. Bei den Shops noch irgendwas, was ich unbedingt brauche. Militär. Das ist nur Quatsch. Das sind nur Klamotten, die brauche ich erst recht nicht. Die sind ganz schön teuer. Also zumindest für die Coupons. Das. Ah, okay. Ein Infoscreen, den hat irgendjemand gebaut und der erklärt mir, worum es hier geht. Ich würde sagen, machen wir eine Inselerkundung. Bürgerinnen sollen mit dem Bus zu den Inseln reisen. Der Void wird abseits der Städte und Insel instabil und ungeschützte Bürgerinnen versinken darin. Denk beim Arbeiten auf Inseln an deinen Phasenzusammenhalt, lange Aufenthalte in der Dunkelheit, Stürze aus großen Höhen und Iswerk. Angriffe, ach, das sind diese Riesenviecher, vermindern deinen Phasenzusammenhalt. Iss Obst oder geh zur Volkskirche, um ihn wiederherzustellen? Ah, in die Kirche kann man gehen, okay. Ressourcen sammeln. Zum Erhalt von Stärke sind viele Ressourcen nötig. Diese Ressourcen sind das Eigentum aller Bürgerinnen. Deshalb müssen alle Bürgerinnen beim Sammeln, beim Transport und beim Lagern diese wertvollen Ressourcen helfen. Ressourcenlager der Stadt siehst du durch Drücken L3. Kriteriumsbewertung. Alle Arbeiten werden erfasst und vom Arbeitsministerium ausgewertet. Rationsfonds werden anhand einer
anhand der Menge, der Art und Menge der verrichteten Arbeiten ausgeteilt. Das habe ich schon gesehen. Aktionscoupons werden bei Werkzeugbuden gegen die nötigen Werkzeuge für die tägliche Arbeit eingetauscht. So kriegt man also diesen Kreislauf hin. Stadtverteidigung. Jetzt wird es mal spannend. Die Gefahr eines Iswerk-Angriffs. Wie werden die Iswerk, werden die so ausgesprochen? Angriffs droht allen Städten. Bürgerinnen müssen sich mit allen verfügbaren Waffen wehren. Außerdem müssen die Bürgerinnen hinterher alle Einrichtungen reparieren, um für den nächsten Kampf bereit zu sein. Achtung, es gibt auch verräterische Elemente, die Bürgerinnen angreifen und Einrichtungen zerstören. Melde diese Elemente, wenn du sie siehst, sodass sie eingesperrt und entfernt werden können. Okay. Stadt Erweiterung. Bürgerinnen können die Ressourcen der Stadt benutzen, um wichtige Gebäude an der Volkswerkbank herzustellen. Städte haben jedoch eine Mandatsgrenze, die kontrolliert, wie viel zu jeder Zeit gebaut werden kann. Viele an der Werksbank verfügbare Objekte haben dazugehörige Mandatskosten und der Gesamtpreis aller Objekte darf die Mandatsgrenze der Stadt nicht überschreiten. Die Mandatsgrenze kann durch das Bauen und Verbessern eines Rathauses oder durch Monumente erhöht werden. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo diese Mandatsgrenze ist. Wiederherstellung der Menschheit. Jede Stadt hat ein Bevölkerungsziel, das nur durch Finden und Wiederbeleben von Matroschkas erreicht werden kann, was sie in Matroschka-Personen verwandelt. Matroschka-Personen brauchen Unterkünfte, Nahrung und Energie. Es ist deine Aufgabe, ihnen das zu geben. Das Erreichen aller Bevölkerungsziele ist der Schlüssel zur Wiederherstellung der Zivilisation, deine höchste Priorität. Geografie. Ressourcen sammeln. Kohle, Metall, Holz und Kristalle sind wichtig, um Städte aufrechtzuerhalten und zu erweitern. Diese Materialien finden sich auf Inseln, die sich aus dem Void erheben und Überreste trotz des Zwergs, um sie zu sammeln. Ein spezielles Werkzeug erforderlich. Genau, da kommt nur mit Bussen oder mit Skier, Leitern zu den Inseln. Void und verschwinden wieder, genau. Das Verschwinden der Insel haben wir schon gesehen. Und der Void, weiße Hülle, bedeckt die ganze Erde. So, dann haben wir Produktion. Ach du Scheiße! Oh Gott! Hey, aber trotzdem, man muss ja mal lernen. Lagereinrichtung, Ressourcen, die in Lagereinrichtungen können von allen Bürgern verwendet werden. So, Werkzeuge her. Unterkünfte bauen. Matroschka-Personen brauchen Unterkünfte und die Obergrenze der Matroschka-Personenbevölkerung hängt von den Unterkünften ab. Außerdem steigt die Anzahl der Objekte, die an Vorstellungen hergestellt werden können, mit der Bevölkerung. Haben wir schon gemacht. Stadtparameter. Je mehr Einrichtungen und Vorrichtungen einer Stadt hinzugefügt werden, desto mehr breitet sie sich aus. Hat die Stadt eine gewisse Größe erreicht, wird ihr Level erhöht und die Stadt funktioniert besser. Werkzeuge verwenden. Das haben wir schon. Gesellschaft. Arbeitsministerium. Arbeitsministerium und Fonds. Alle Arbeiten werden erfasst und vom Arbeitsamt für die Zukunft. Werkzeugbeschränkungen. Für einige Werkzeuge aus Werkzeugbuden ist zum Kauf ein bestimmter Statuslevel eine spezielle Lizenz nötig. Genau. Volkswerkbanken, verschiedene Objekte und Gebäude hergestellt werden. Rathauswachstum. Der Stadt verbessert das Rathaus, wenn genug Metall deponiert wurde und fügt der Volkswerkbank zur Herstellung verfügbare Gegenstände hinzu. Unterhalt des Volkes, Nahrung und Nötig, um die Bevölkerungsversorgung aufrechtzuerhalten. Sinkt eins davon auf null, fangen Matroschka-Personen an, die Stadt zu verlassen, okay? Ah, okay, man muss auch noch aufpassen, dass die... Meine Fresse, man muss aufpassen, dass die auch nicht noch weglaufen. Wenn Einrichtungen an der Volkswerkbank hergestellt werden, erscheinen sie zunächst als Schilder. Diese Schilder können überall hingetragen und platziert werden. Platzierung gebaut werden. Dieser Prozess muss zum Vergrößern der Stadt wiederholt werden. Aber da ist doch kein Schild erschienen. War ich blöd? Habe ich das Schild nicht gesehen? Wohnsitze. Mit Hilfe eines Wohnsitzgutscheins können Großbürgerinnen ihren eigenen Wohnsitz in einer Stadt bauen, in der sie registriert sind und werden so Resident. Dadurch erhalten sie auch das Wahlrecht. Ah, ich muss erstmal mein Haus bauen. Es gibt Begrenzungen bezüglich der Anzahl der Wohnsitze. Die Anzahl von Wachstum des Rathauses ab. Wenn ein Wohnsitz in einer anderen Stadt errichtet wird, übertragen werden. Okay.
Proletariat, Bürgerinnen ohne Großbürgerpapiere sind als das Proletariat bekannt und unterliegen Beschränkungen bei Werkzeugen, Kleidung und den Objekten, die sie herstellen. Umgang mit Entvölkerung. Der Staat hält Bürgerinnen dazu an, Städte mit weniger Arbeiterinnen zu helfen. Die Arbeit in Städten mit geringer Bevölkerung wird in der Mühebewertung des Arbeitsministeriums mit einem besonderen Bonus gemacht. Okay. Vielleicht sollte ich einfach mal gucken, ob ich in eine andere Stadt fahre. Gebäude reparieren, Mühe und dran, extra und Wolke. Auflagen Obst, Fußdosen, Abzeichen Bürgermeister, Warme, Troschglas, Großbürgerpapier, das schauen wir uns alles noch an. Aber verschiedenes, Beobachtung. Zusammenarbeiten, nächsten Lob. Verräter aufhalten, illegale Bestechung, Schwarzmarkt. Das will ich gerne wissen. Bürgerinnen mit einem Fahrzeuglizenz der Stufe 1 haben Erlaubnis, Schwebefahrzeuge, Schwebepanzer und Jetpacks zu bedienen. Aber wo kriege ich die denn her? Da stand doch irgendwas von Lizenzen. War das? Nee, das war nicht. Zeichen, das war es auch nicht. Ja, fuck it. Das hole ich mir irgendwie später mal durch. Und jetzt will ich aber hier gerne mal wissen, von der Stadt. 10 von 10 Häusern, heißt das, ich kann hier nichts mehr machen, oder was? In dieser Stadt. Das wäre ein bisschen doof. Das wäre ein bisschen sehr, sehr doof. Wir haben verhältnismäßig wenig Holz und wenig Futter. Oh, jetzt werde ich angerufen. Ah ja, okay, dann geht das jetzt hier nicht. Die Wohnsitzgrenze dieser Stadt wurde erreicht. Erweitere das Rathaus, um mehr Wohnsitze zu bauen. Du kannst auch mit der U-Bahn in eine andere Stadt reisen und dort einen Wohnsitz bauen, solange die dortige Grenze noch nicht erreicht ist. Okay. Genau, das ist hier dieses 10 von 10. Die Frage ist ab, also wie viel werde ich wohl brauchen, um hier die Stadt auf das nächste Level zu heben? Und natürlich Arthos Level 6 von 100. Was heißt das? Das ist halt blöd, dass ich jetzt hier, warum kriege ich keine Details zu dem Rathaus, was ich da machen muss? Mission Level 1, das ist auch, weiß ich nicht, was ich... Entschuldigung. I'm not sure. What to do? Das bringt alles gar nichts. Aber jetzt bauen wir mal hier, noch die Bergwand mal kurz auf. Ich würde jetzt gerne mal endlich wissen, was wirklich das... Also welches ist denn das Rathaus? So sehe ich das nicht. Das sind doch hier nur Lagerhäuser. Muss doch auch ein Rathaus geben. Schnalle ich nicht. Almasi Protecki Lovdi? Einer unserer Genossen hat für unsere Sache ihr Leben geopfert. Oh, da ist jemand gestorben. Kann ich das auch einstecken? Gotovi nosit vrema, stekla loboje. Okay, jetzt habe ich eingesammelt und eingelagert, okay? So, und hier
Stört nicht den Frieden. Ostrovka Kavurtsjaja исчезли. Сняете ли... Jetzt habe ich da ein Schild. Schön. Und was mache ich mit dem blöden Schild? Die baut irgendwas. Yo. Anschauen. Das ist der Infobildschirm, den ich schon hatte. So, jetzt, was ist das? Das sieht aus wie so ein Matruschka-Bauteil. Wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen das jetzt gerne hier hinbauen. Wie wird das jetzt gebaut? Dann steht das dann einfach irgendwann. Den Teil... Es tut mir leid, den schnall ich an. Aber jetzt gucken wir mal, ob diese Schilder tatsächlich hier rauskommen, wenn hier neben so ein Produktionsband ist, wo das rauslaufen soll. Town Facility. Da stand jetzt auch gerade, dass ich es bauen könnte. Dass Platz fehlt. Ah, okay. Okay, jetzt verstehe ich auch, was das mit diesen Mandatsgrenzen auf sich hat. Okay, 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 okay. Mein Gott, also man muss wirklich das Spiel schon ganz gut verstehen, also diese Grundmechaniken, bevor man hier auch nur ansatzweise irgendwie eine Chance hat, was zu reißen. Also vor allen Dingen, wenn das dann alle auch erstmal so schnallen sollen. Kettensäge zählen, nehme ich. Nee, kann ich nicht. Okay. Netter. Mir nicht die Originale, Snowa ничего не увидел. So, hier ist jetzt, ach schau mal, jetzt sieht man hier auch schon irgendwie, was er für Abzeichen hat, die Figur. So, Town Facility, Platz benötigt. Wir haben jetzt tatsächlich irgendwelche Sachen gebaut. Schauen wir mal, ob wir das Ding hier hinsetzen können. Wollte ich eigentlich nicht werfen. Wirft man das, wenn man... Okay. Noch eine Energieversorgung. Warum? Wieso? Wir brauchen mehr Bäume. Jetzt gucken wir erstmal. Okay, also. Okay, okay, okay. So ganz, ganz langsam. Und dann heißt, verstehe ich auch, was das mit dem Gewicht bedeutet. So ganz, ganz langsam beginne ich zu verstehen, vielleicht, was das alles so soll. Also, Gebäude. Es gibt ein Wohnhaus. Davon haben wir schon jede Menge hergestellt. Details. Matroschka-Person. So, dann gibt's hier, wo Rathaus der Stufe 2 ist erforderlich. Ich weiß halt nicht, wie ich das Rathaus hochkriege. Laufbahn kann... Und deshalb kann ich mich auch nicht an der Wahl teilnehmen, weil ich kein Haus habe, weil ich kein Bewohner hier bin. Müsste das Ding also irgendwie erstmal hochgepusht kriegen, bevor ich hier was machen kann.
Laufe auf dem Fließband, um Energie für die Stadt zu erzeugen. Okay, Wärme, Energiestation, ein Rathaus, Stufe 2, Rathaus. Nicht genug Ressourcen. Hergestellt 5. Und wo bitte stehen die alle? Kann mir keiner erzählen. Hergestellt 4. Die müssten doch irgendwo stehen. Die sind doch nirgendwo zu sehen. Oder bin ich blind? Das hier ist doch wohl kein... Das hier sind doch keine Rathäuser. Das sind Wohnhäuser. Wo bitte sollen denn diese Rathäuser stehen? Auch ein Wohnhaus? Oh, sie kann klettern. Arbeitsministerium? Okay, den kann man nicht bauen. Das sind die Dinger. Dass ich nicht mal reingucken kann. Frage ist, fahre ich in eine andere Stadt oder gucke ich hier noch weiter? So, Werkbank verwenden. Das blöde Rathaus hat doch nirgendwo jemand hingestellt. Die stehen doch wahrscheinlich irgendwie rum als Schilder und sie sind nicht gebaut. Jetzt mal wetten. Wir haben doch nicht 3 von diesen Rettungsapparaten. Da stehen irgendwo die Schilder rum. Chronik, Kleidungsgeschäft, Bewohnerladen, was ist das? Und so. Stufe 1, einmal von Wohnsitz. Achso, da brauche ich einen Wohnsitz für, okay. Hauptsächlich Werkzeuge für Stadt, also ich kann den nicht bauen. Aktionsmaschine, aber das Ding steht doch direkt daneben. Rathausstufe 3. Ist erforderlich. Kann dann das da stehen? Der Volkswerkbank erschaffene Einrichtungen werden hier ausgegeben. Okay, also das Ding kommt da nicht raus, sondern ich muss es erstmal irgendwo hinstellen. Was passiert nun? Jetzt war es das mit dem Server, oder? Ah ja. Okay. Also, ich glaube, ich bin aber immer für diese Art von Spiele ein bisschen zu doof. Entschuldigung, muss ich mal kurz was trinken. Wie haben wir es denn nicht, dass ich hier nachher mein Kino verpasse? Oh, scheiße. Spiele ich dann morgen weiter, weil jetzt muss ich ins Kino. Tut mir leid. Stadt. Oh, warte mal, kurz gucken. Stadtauswahl. Wäre natürlich auch mal spannend zu sehen, ob es was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, ist egal, können wir immer. So, genau hier war ich. Na gut. Schauen wir mal. Ich schaue mir jetzt dann in der nächsten Folge nochmal irgendwie an, wie das weitergeht. Bis dann.